Hallo, ich bin Günter Jacobs und ich möchte dir zeigen, wie man ein Eichhörnchen malt. Und dazu brauchen wir einen Bleistift, einen Filzstift und Buntstift. Los geht's! So, fangen wir mit dem Bleistift an. Das Eichhörnchen hat einen ovalen Kopf. Den zeichnen wir vor. Und einen ovalen Körper. Die Bleistiftzeichnung können wir nachher auch wegradieren. Aber erstmal brauchen wir das, um die Grundform ein bisschen zu klären. Also einen buschigen großen Schwanz, den machen wir hier rüber. Und buschige Ohren. Ein Auge sieht man und vorne die Schnauze. Ja, die Grundform ist eigentlich schon fertig. Jetzt nehmen wir einfach einen Filzstift und malen die Umrandung nach. So, da kann man auch so einiges verbessern. Zum Beispiel die Ohren noch etwas buschiger machen. Bisschen gezackt. So, die Nase etwas ausfallen. Und wir malen noch einen Mund dazu, den haben wir eben vergessen. So, ein Auge, schaut uns an. Und die Hände, und die halten eine Nuss in der Hand. Das ist doch typisch Eichhörnchen. Eine Walnuss. So, den Bauch, die Beine. Zack, zack, zack. Der Körper ist fertig, jetzt fehlt natürlich noch der Schwanz. Auch zackig, damit das so aussieht wie ein flauschiger Eichhörnchenschwanz. Noch ein paar Härchen da drauf. Auch hier noch ein paar Härchen. So, jetzt können wir schon mit der Farbe weitermachen. Dafür nehmen wir Buntstift. Ich fange mit Blau an. Bisschen Schatten setzen, unten drunter zum Beispiel. Auch hier unter dem Arm. Schwanz auch was. Ein bisschen andeuten. Dass hier so das Auge drumherum geht. So. Und dann nehme ich Rot. Denn ein Eichhörnchen ist ja so rotbraun meistens. Um das Fell zu machen. Da muss man aufpassen, dass man auch eine schöne Schraffur hinkriegt und dass es schön flächig aussieht. So. Unseres wird ziemlich rot, aber den Bauch und die Hände kann man weiß lassen und auch die Nase. Und so ein Streifen ums Auge herum. So. Ah, schnell weiter. Auch unten die Beine, die Füßchen was freilassen. Das war doch gar nicht so schwer. Das Eichhörnchen ist fertig und jetzt seid ihr dran. Hinterlasst eure Kommentare und zeichnet. Ciao. So, das war doch gar nicht so leicht.